Hallo, ich bin Jonna Kai und hinter mir könnt ihr das Krankenhaus in Schwedt sehen. Hier werden viele Erwachsene, aber auch Kinder behandelt und das zeige ich euch heute. Meinen Papa habe ich heute natürlich auch mitgebracht. Bitte hier nebenan Platz zu nehmen im Wartebereich, die werden aufgerufen. Danke. Ne? Bitte. Wer mit einem Termin ins Krankenhaus kommt, muss sich zuerst an der Rezeption melden. Die Mitarbeiter erklären weiteres Vorgehen ganz genau. Jonna Kai, bitte. So ein Armband bekommt man, wenn man auf Station im Krankenhaus aufgenommen wird. Das ist Ihr Vertrag, ne? Und die Papiere bekommt die Schwester auf der Station. Alles klar. Ja? Alles Gute. Tschüss. Ja, mach's gut. Tschüss. Hm? Tschüss. Tschüss. Je nach Erkrankung sprechen die Kinderärzte immer mit den Experten aus anderen Fachrichtungen. Schließlich soll jedes Kind wieder gesund werden. Wir haben in Schwedt die sehr günstige Situation, dass sehr viele andere Fachrichtungen auch vor Ort sind. Also sowohl die Neurologen, die Gastroenterologen, Urologen, Hautklinik, wie wir gesehen haben, das Kernspinnen und die Radiologie. All dies sind Teilbereiche der Kinderheilkunde, die wir mit benutzen können für unsere Patienten. Das ist ein sehr großes Plus dieses Standortes. Die Ärzte kümmern sich um jeden Patienten ganz individuell. Nach den Untersuchungen entscheidet der Arzt, ob man im Krankenhaus bleiben muss oder wieder nach Hause darf. Mein Leberfleck muss entfernt werden. Das wird in der Kinderklinik gemacht. Frau Thies ist die Hautärztin und die Narkose hat Herr Dr. Nürnberger gemacht. Wir klären die Eltern umfassend auf. Wir erklären auch die Kinder, was sie zu tun haben, was auf sie zukommt. Und da muss man sich halt klar machen, jedes Kind ist in einem anderen Alter. Und das heißt, man muss auch mit anderer Sprache, anderen Beispielen, anderen Wörtern sprechen. Das geht aber im Regelfall sehr gut. Wir wollen, dass die Kinder gesund und stark werden. Die Kinder wollen auch gesund werden. Insofern ist das meistens ein erfolgreiches Team. In der Schwedter Kinderklinik haben die Ärzte, die Pfleger und die Krankenschwestern alle Hände voll zu tun. Behandelt werden Neugeborene, Kinder und Jugendliche. 20 Betten stehen zur Verfügung. Kein Kind geht gerne ins Krankenhaus, aber keine Sorge, hier seid ihr in guten Händen.